Ja, wir sind wieder zurück im Let's Play Florencia und wir haben jetzt hier noch einige Quests, müssen dazu aber noch ein bisschen laufen. Wir sind mittlerweile Level 34 und hoffen, dass wir, wie schon im letzten Part gesagt, bald den Class Change Quest machen können, dass wir dann bald zu einem Code Magician werden. Ja, haben hier noch zwei Quests von wo wir Little Marrows killen müssen. Ne, stimmt gar nicht, oder? Doch. Books von den Marrows und Little Marrows und dann brauchen wir noch Trogsham. Okay, die Schamanen hier bräuchte man auch noch. Und Carrax. Na gut. Da gehen wir aber trotzdem weiter rein. Das. Oh Mann, was tust du? Clyde, was tust du denn? Ja, wir haben jetzt die anderen zwei AoEs geholt. Hier noch ein Single Target Skill, der auch nicht so schlecht ist, vor allem, ja okay, es ist jetzt vielleicht nur so optional, aber es stimmt nice, wenn man die so ein bisschen verlangsamt hat und dann die noch ein bisschen weghaut, weil dann braucht es noch länger, bis die wieder einen angreifen können. Und da kann es sein, wenn man ein bisschen Glück hat, dass die Mobs nur einmal einen Hit austeilen und dann schon tot sind. Ja. Wir haben mittlerweile auch die Tiger Claw ziemlich locker gepackt. Den Empress Quest haben wir auch abgehakt. Und ja, es geht eigentlich echt ziemlich gut mit CM, vor allem in der Kombination auch mit einem Saint. Geht es schon ziemlich gut. Eine gute Kombination und die zwei AoEs, die finde ich jetzt noch nicht so optimal, aber den besseren. Mit unserem besten AOE kriegen wir, glaube ich, ab Level 48. Dann sollten wir da auch gut AOEen können. Jetzt lohnt sich es eigentlich fast noch nicht so besonders. Aber kann man schon mal machen, besonders wenn man hier das Ice Shield anhat. Dann macht es nichts, wenn man die nicht allein mit den AOEs killt, sondern man kann dann auch wirklich den Rest noch mit Single-Target-Shots machen. Das funktioniert dann schon noch ziemlich gut. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Habe jetzt keine Lust, hier immer einzelne Mobs zu killen. Will jetzt schon auch mal ein bisschen versuchen, euch die AOEs mal zu zeigen. Die meisten kennen es ja eh schon, aber egal. Ah, wenigstens zwei Mobs hier. Los, zeig mal, wie viel Schaden du machst. Ach nein, das ist genau das Problem. Das war mein Fehler schon viele Male zuvor. Das Gute ist, bei dem AOE muss man gar nicht groß eine Area of Eve, also die Area auswählen. Aber die macht halt auch kaum Damage, das ist auch das Problem. Und jetzt muss ich tatsächlich wieder mich hier hochpudern, kann man sagen. Aber okay. Stimmt, von denen mussten wir gar nichts droppen. Ah, die Marrows, die sind ja eigentlich weiter hinten, ne? Weiter, ja, im anderen. Was hier ist? Ach so, Cruel Little Marrows brauchen wir. Okay. Mann, das. Ah, da ist eine. Komm schon. Greif doch an. Das waren, glaub, Fernkämpfer, oder? Nee. Doch, Nahkämpfer. Ups, so ein bisschen weit raus. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt schon ein bisschen verskillt. Ich habe nämlich Warp, die Warp-Fähigkeit auf 2 oder 3 gemacht. Ja, hier auf 3 habe ich sie gemacht. Das war ziemlich dumm. Ich habe die Skills verwechselt. Die sind halt Teleport und Warp sind halt ziemlich ähnlich, aber. Ja, da habe ich ja halt leider zwei Fertigkeitspunkte zu verskillt. Aus Strafe werde ich das Talent im Teleport Skills nicht auf 3 machen. Wobei das natürlich zum Pullen und so vielleicht nicht schlecht ist, aber ich will lieber noch ein bisschen mehr Damage machen. Und den Punkt war, der war eigentlich auffällig verschwendet, aber naja, was will man machen? Das war halt der erste Skill, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, dass das ja ein Rapier-Skill ist, aber naja, solche Fehler passieren halt. War natürlich nicht so gut durchdacht, aber da ging es halt einfach schnell, schnell, geht los und leveln und alles. Naja.
Vielleicht mache ich in den nächsten Parts auch mal wieder was mit der Facecam. So, ich weiß nicht, ich könnte mir auch schreiben, ob ihr das eigentlich mögt. So öfters mit der Facecam mal oder was weiß ich was. Würde mich schon brennend interessieren, dann würde ich es natürlich auch öfters machen oder nicht mehr machen. Wobei es mit der Facecam schon stressig ist, aber trotzdem, kann ich mir schon vorstellen, dass ihr das lustiger findet. Müsst ihr halt Bescheid sagen. Okay, 25 Stück braucht man nur davon, müssen nichts droppen, also ganz gechillt hier einfach die Mobs hauen. Und jetzt will ich es vielleicht nochmal versuchen mit dem AOE. Die brauchen ja auch nicht so viel. Dann machen wir es doch einfach so. Ach verdammt, ich habe jetzt gedacht. Ah ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da können wir uns nochmal was holen. Und jetzt machen wir genau das, was ich wollte. So, dass die erstmal keinen Damage machen können. Hoffentlich buggt das nicht, weil das ein bisschen auf einer unterschiedlichen Ebene ist. Ja, passt alles. Gut, gut, gut. Ja, das war jetzt auch unnötig, habe ich mich auch wieder verklickt, egal. Oh, ja, die machen schon ziemlich viel Damage, deshalb geht unser Skill auch ziemlich schnell wieder vorbei. Wie man sieht. Aber macht gar nichts, die Mobs packen wir noch. Ohne Puder und Herbs zu verschwenden. Was heißt verschwenden? Verbrauchen halt. Ach so, ja, ihr seht's auch, wir haben Flügel. Ich hab die Robe, die wurde halt die Zeit ist abgelaufen. Dann habe ich halt die Flügel rausbekommen, die bringen uns Magie, Maximalangriff plus 25. Ich hab, Moment, um was zu upen? Stimmt, um den Karriat auf plus 2 zu upen, habe ich glaube 100.000 Geld raushauen müssen. Weil ich zu der Zeit keine Upgrades, Quatsch, Upgrades, sonst kann man sich ja nicht kaufen, aber die Crystals, da musste ich mir Crystals kaufen und es hat so oft nicht funktioniert. Hab's auf plus 3 versucht und dann ist es wieder auf plus 0 gewesen und dann, bis es wieder auf plus 2 war, habe ich echt 100.000 Geld verschwendet. Aber jetzt haben wir zum Glück genug Crystals, genug Upgrade Stones. Das ist dann schon okay. Mit Level 37 dürften wir dann wieder ein bisschen uppen gehen, oder? Ja, ne. Ja, okay, 37er Top haben wir noch nicht. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? Egal. Einfach weitermachen. Die Ghost Books von den Marrows. Ja, da müssen wir eine Etage wohl zurück wieder. Um denen dann Quest dann zu erledigen. Wir müssen echt mal gucken, dass wir auch die HP-Sachen wiederholen. Gerade jetzt, wo unsere Robe ja wieder weg ist. Da könnten wir schon nochmal einen Ring und nochmal eine Halskette tragen. Gebrauchen. Ja, aber AOE kann man mit dem Level als Noble immer noch nicht so besonders gut. Wie ihr schon gesehen habt, macht schon nicht so viel Damage. Moment, ab welchem Level können wir es aufwerten? Ab Level 38. Das dauert schon noch eine Weile. Heavy Lightning. Los, jetzt machen wir es nochmal richtig. Komm. Komm, mach mal Damage, mach mal Crit oder so. Ha! Grad sag ich's. Perfekt. Aber hat auch nicht so viel gebracht, wie man sieht. Echt schlimm. Ja, man kann schon leicht AOEen, aber es ist, wenn man vorhin Saint gespielt hat, schon natürlich noch ziemlich mies. Weil der natürlich in dem Level schon besser AOEen kann. Aber wenn man jetzt zu zweit zocken würde, das wird bestimmt viel bringen. Dann haut jeder seine AOEs raus und dann sind die eigentlich tot. Und Noble kann er perfekt pullen. Mit seinem Teleport-Skill und
Mit dem Ice Shield. Ja, das musste ich echt mal gucken. Dass ich da mit meinem Kumpel dann zusammen level. Mittlerweile ist auch echt so, dass es sich, denke ich, schon richtig verteilt hat. Ich kann natürlich nur für die Plätze sprechen, wo ich gerade mich befinde, wo ich gerade Quests habe und level. Aber da war jetzt eigentlich kein so Ort, wo wirklich nichts ging. Nicht wie im Fox Den mit den Watch Foxes. Das war schon extrem krass, aber jetzt geht's, finde ich, schon überall wieder. Geht schon ziemlich schnell immer noch voran. Mir ist bloß jetzt die letzten zwei Level so passiert, dass ich gedacht habe, ah ja, jetzt gebe ich die Quests ab und dann habe ich Level ab. Aber dann hatte ich immer 99, irgendwas Prozent noch. Dann durfte ich immer noch bei Deadbush irgendwie Level abmachen. Oh, ich kann da hier wieder Stats verteilen. Damit unsere AoEs mehr machen. Natürlich Gewandtheit und Weisheit. Appen. Und ja. Ach, hauen wir es einfach rein, mir ist egal. Nur das. Es sieht eigentlich schon net, ziemlich nett aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, aber ich glaube nicht, dass sich die Skills verändern, wenn man sie höher hat. Ich meine es zumindest, dass sich das nicht ändert. Wenn, dann minimal. Aber finde ich ein bisschen schade. Ja, das erste Mal wieder ohne Musik, weil die mir irgendwie nicht mehr gefallen hat und ich trotzdem noch die Meldung bekommen hat, dass das irgendwie von einem Drittanbieter ist und was weiß ich was. Voll nervig, eigentlich ist angeblich GEMA-freie Musik gewesen, aber naja. Echt nervig sowas. So, weiter. Die Cruel Marrows erlösen, wie es in einem Quest heißt. Ja, jetzt muss ich mittlerweile, da ich nur drei Quests diesmal habe, die ich dann abschließe, da muss ich dann so 76% machen, um dann mit den Quests abzuhaben. Deshalb habe ich jetzt auch den Lord Buff geholt, weil ich jetzt bald leveln muss. Weiß nicht, ob ich das heute noch pack. Sollte funktionieren. Können ja auch gern mal zusammen leveln. Es wäre auch lustig, wenn wir. Ja, okay. Das macht jetzt wahrscheinlich nicht so viel Sinn, aber lustig wäre es vielleicht schon mal, wenn wir so mit ganz vielen Leuten hier einfach mal durchrushen. Aber ja, das würde dann höchstens im Turm Sinn machen und da auch nur bedingt. Ja, was will man mit Turm schon? Das ist eigentlich nur für die High Levels ganz zum Schluss zum Leveln. Aber lustig wäre es mal. So mit ganz vielen Leuten hier, so Abonnententurm, Party. Keine Ahnung. Wenn ihr das auf die Beine stellen wollt, ich reg's jetzt einfach mal an. Ich hab da, ja, wie gesagt, wenn ihr das mal machen wollt, können wir das schon machen. Aber jetzt gucke ich erstmal, dass ich hier ein bisschen noch level, dass wir endlich mal unseren dritten AOE haben. Stimmt, ich habe wieder vergessen, voll viel Sachen zu verkaufen, aber jetzt habe ich irgendwas aufgehoben. Moment, Moment, Moment. Wo war's denn? Ich sehe es gerade mal wieder nicht. Ach, egal. Bin gerade wieder blind. Na, 20% noch, das dürfte eigentlich schon in einer halben, dreiviertel Stunde gehen vielleicht. Na, vielleicht ein bisschen länger. Wird schon dauern, ja. Aber dann mache ich schon noch Level 35 heute. Bis Level 40 sollen wir anscheinend richtig viele Quests noch bekommen. Im Moment, das können wir einfach nachgucken. Da muss ich nicht immer so mir unsicher sein mit Level 35. Oh, übelst viel. Boah. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Da müssen wir uns keine Gedanken machen.
Jetzt die Carracks brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt die Crew Marrows. Ja, die mache ich jetzt noch offscreen. Wir sehen uns dann im nächsten Part mit den übelst vielen Quests. Macht's gut, bis dann. Tschüss.